und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute werden wir wieder im Dialekt ein Video drehen und ich glaube, das werden wir jetzt auch weiterhin. Ich glaube, das wird bleiben. Oder? Ja, das wird bleiben. Einfach so. Ja, heute werden wir ein Make-up-Video drehen und zwar werde ich meine Schwester schminken und ich habe mir schon so einen schönen Look ausgesucht und zwar das ist der da. So ein bisschen frühlingshaft mit so Blumen und Gelb. Ich bin gespannt, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ich bin schön da. Da werde ich jetzt dann als erstes mit der Grundierung anfangen. Aber das, the Base und die ganzen Sachen weiß ich ja. Ja. Und da wollte man eh nochmal sagen, geht's zum Friseur. Ja. Unbedingt, weil auch wenn man sie einmal dessen lassen muss, deshalb es gerade ein bisschen Spitzenschneiden ist oder ja, irgendwie. Ja, also jetzt habe ich da die Pinsel fürs Make-up. Ich weiß jetzt zwar nicht, was wir haben kein Make-up da schon. So, es in der Lasche da drinnen. Ah, da was. Also da. Benutzt man jetzt das von Maybelline Fit Me Make-up? Benutzt du das immer, oder? Mhm. Okay. Ah ja, was ich von ganz vergessen habe, vielleicht wundert es eigentlich, warum ich da so ein Ding drauf habe. Also ich habe kein nice Piercing, sondern das ist so ein Fake-Piercing. Ich hoffe, ich kriege das überhaupt so zusammen. Mal schauen, ich bin gespannt. Ich schaue mal, ob ich irgendwas verlinken kann, wenn es eigentlich das nachschminken möchte. Let's go. Achso, nicht? Machst du das anders, was ich was mache? Nein, du musst nicht tun. Ich sag nichts. Concealer her. Der ist von Manhattan. Was ist das nochmal für Farbe? Jetzt ein Blush und zwar von der BH Cosmetic, nennt man das so, bevor ich es wieder falsch ausspreche. Vielleicht kannst du das eh, also das sind so verschiedene, ich kann eigentlich die verlinken, die sind von der Werbung, von der Bonnie Dress. Ich nehme jetzt einfach den her, ich weiß nicht, ob das ein Blushpinsel ist, also zuerst tue ich nur das Puder drauf. Genau. Dann nehmen wir jetzt gleich die Farbe Catrice. Ah ja, okay. Die Palette von der Hatice Schmidt. Ja, ich werde dann auch so mit den Brauntönen irgendwie ein bisschen mischen. Genau. Augenbrauenstift, weil ich glaube, mit dem Augenbrauenstift geht es ein bisschen besser. Also Augenbrauen sind dann und jetzt haben wir Lidschatten, genau.
Ich glaube, ich nehme den da von. Was ist das für Palette? Von Nikki Tutorials. Palette von der Nikki. Und da werde ich jetzt den helleren Ton hernehmen. Und einfach mal über das ganze Augenlid gehen. Und einfach so ein bisschen eine Base. Ich nehme doch die. Das ist jetzt auch von der, also die von der Hatice Schmidt, genau. So. Oh, ich glaube, ich nehme doch das andere Gelb her. Das ist mal zu wenig. Ich mache jetzt in die Mitte noch ein bisschen Concealer, damit ich da nochmal eben einen helleren Lidschatten noch drauf da kommen. So, und jetzt mache ich einen helleren, eben den, was ich davor benutzt habe. Den mache ich jetzt da drauf. Ist auch eine Frage. Weißen Eyeliner und ja. Mal schauen. Also der Eyeliner, der ist von Essence. Einfach ein long-lasting, normaler weißer Ja, ich würde sagen, sie ist fast fertig, also Make-up dann. Und jetzt würde ich noch Wimperndusche aufwitten und ein bisschen an Lipgloss. Das ist der Eyeliner, über den braucht man glaube ich nicht reden, weil der ist ein bisschen schief gegangen. Und ja, egal, jetzt mache ich nur das, nehme ich dann einfach den Maybelline her, so Lifter-Gloss ist das. Und also ich finde den ganz gut. Den tue ich nur drauf und ein bisschen Wimperndusche. Fertig. Und sie hat das Ergebnis nicht gesehen. Jetzt müssen wir das. Achso, ja. Also ich bin eigentlich im Großteil zufrieden. Das ist eigentlich ganz okay. Also der Eyeliner ist, ich weiß nicht. Nicht so gut. Der ist nicht so gut. Hm. Ah.
Aber wir können ja mal ins Licht gehen, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Aber ich finde, wenn man ein gutes Make-up hat, dann funktioniert sowas. Also ich habe zum Beispiel nicht so viele Paletten, wo so viele Farben drinnen sind. Und ja, da geht es nicht so gut. Ja, jetzt sieht man es für gut. Ja. Hast du? Ja, drei Blumen, also da, da und in der Mitte. Ja, aber ich bin eigentlich zufrieden. Ja, müsst ihr in die Kommentare schreiben, vielleicht, dass sie mal bei mir einen Look schmeckt. Und eben, das war jetzt so ein Frühlingslook, weil ja bald Frühling ist, wir hoffen bald, weil draußen ist immer nur arschkalt. Wir beenden jetzt das Video hiermit und danke fürs Anschauen. Also ich glaube, das Video ist sicher wieder lang geworden und für jeden, der bis dahin geschaut hat, danke. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!